Meine Damen und Herren, ich darf den Störfaktor begrüßen hier im Studio. Tatsächlich wollen wir darüber sprechen, ist das ein Entscheidungspapier, was hält diese Koalition zusammen und was bringt sie vielleicht auseinander? Zu Gast Wolfgang Kubicki, der eben stellvertretender Parteichef der FDP ist und Bundestagsvizepräsident und die Chefin der Grünen Jugend, Svenja Apphun. Herzlich willkommen. Hallo. Sie haben eines gemeinsam, haben wir festgestellt, Sie haben beide das Bundesverdienstkreuz verliehen bekommen. Beide auch in der Begründung, unter anderem wegen Verdiensten für die Demokratie. Hätte die Ampel gerade im Bundesverdienstkreuz den Verdienst für die Demokratie verdient, Frau Apphun? Ehrlich gesagt, nein. Mhm. Ich würde sagen, das große Problem, was wir bei der Ampel ja erleben, ist, dass sie im ganz großen Stil daran scheitert, für Gerechtigkeit in diesem Land zu sorgen. Und ich finde, das ist wirklich eklatant. Auf der einen Seite haben wir Reiche, die immer reicher werden. Ja, im Krisenjahr 2022 sind die reichsten 100 Deutschen 58 Milliarden Euro reicher geworden. Und auf der anderen Seite erlebt die breite Masse in diesem Land gerade die stärksten Reallohnverluste seit dem Zweiten Weltkrieg. Und ich finde, das ist ein ganz großes Problem, wo die Ampel ehrlich gesagt überhaupt keine Antworten darauf findet. Gut, das bezieht sich jetzt auf den Inhalt. Ich meinte auch so ein bisschen so die Art und Weise, miteinander umzugehen. Würden Sie der Ampel im Bundesverdienstkreuz Verdienste? Nein, auch wenn Sie anders miteinander umgehen würden, haben Sie kein Bundesverdienstkreuz verdient. Oder wir alle nicht, weil wir im Zweifel ja nur unsere Arbeit erledigen, für die wir gewählt worden sind. Und das braucht nicht auch eine besondere Anerkennung. Ja, und aber darf ich mal fragen, Frau Meisch, ich bin immer ganz begeistert, wenn ich so Journalisten sehe und Historiker, die dauernd erklären, was ich oder andere gedacht haben bei dem, was sie so tun. Deswegen fragen wir Sie ja auch selber. Ja, das ist schön, ich würde die ja nicht fragen, wenn Sie nicht hier säßen. Ich wusste ja, Sie kommen, also können Sie es uns erklären. Was meinen Sie genau mit der Minderheitsregierung? Ich bin auf eine Frage von Journalisten, dass es, also die Erklärung, es muss unbedingt Neuwahlen geben, habe ich gesagt, das ist juristischer Unsinn. Es kann auch eine Minderheitsregierung geben, die wir in anderen Ländern auch haben. Und die Erklärung von Herrn Wickert, die Minderheitsregierung von Rot-Grün könnte erklären, eine Mehrheit gegen die gäbe es nur mit der AfD. Und Union und FDP werden sich doch nicht bereit finden, mit der AfD gemeinsam gegen die Regierung zu stimmen. Also das wird nicht kommen, wahrscheinlich. Hm. Es ist auch nicht mein Favorite, aber es ist nicht ausgeschlossen. Denn schon 2017 war es so, dass der Bundespräsident not amused war, das Parlament aufzulösen. Er muss das Parlament auch nicht auflösen, selbst wenn der Kanzler ein Vertrauensvotum verliert. Ja, glauben Sie daran, Frau Apphun, dass diese Regierung, wo so wie sie jetzt zusammensteht, sich auflösen wird und man vielleicht tatsächlich eine Minderheitsregierung kommen sehen muss? Naja, ich glaube, die Frage ist ja, ob die Regierung das noch schafft, die großen Probleme zu lösen. Und ich glaube, am Ende des Tages der Geburtsfehler dieser Koalition, das war von Anfang an die Finanzierungsfrage. Das war die Idee, wir machen Fortschritt, ohne Geld in die Hand zu nehmen. Ja. Jetzt kommen Haushaltsverhandlungen. Ich glaube, wenn man da auf die ganzen großen Fragen, auf die ganzen Probleme, die genannt worden sind, die zerfallende Infrastruktur, die Ungerechtigkeit etc., wenn man da jetzt Antworten drauf findet, kann man vielleicht weitermachen. Aber wenn das, was Christian Lindner da gerade vorschwebt, wenn das durchgezogen wird, dann fehlt mir da ehrlich gesagt jegliche Fantasie für, wie das weitergehen soll. Damit kämen wir zu dem Scheidungsurkunde, wie Herr Söder die nennt. Also da stehen lauter Sachen drin, eben wie hier Rente mit 63 weg, der Sozialstaat, erstmal ein Moratorium für Sozialausgaben. Es steht aber auch eben der Stopp der Förderung der erneuerbaren Energien drin. Was machen Sie denn, wenn die Ampel das jetzt nicht umsetzt? Ist das quasi für Sie die Blaupause, wo Sie sagen, nee, wenn wir das nicht durchkriegen, dann müssen wir raus? Das ist auch schon wieder so eine ganz interessante Frage. Also zunächst einmal haben wir alle... Danke, dass Sie das Sie von mir wissen wollen, ist das Papier geschrieben worden, um die Ampel zu sprengen? Nein. Wir haben alle festgestellt, der Wirtschaftsminister, ich war gerade beim Ludwig-Erhard-Gipfel, alle Parteivorsitzenden, mich eingeschlossen, Ricarda Lang, Saskia Esken, dass es der deutschen Wirtschaft nicht gut geht. Exorbitant schlecht geht. Ja, also unter anderem Ihr Finanzminister also einen Großanteil hat. Ich möchte mit den Phrasen jetzt wirklich nicht belästigt werden. Also, ja, das sind tatsächlich nur Phrasen. Was für ein Anteil? Wir haben einen Koalitionsvertrag, an dem wir uns alle halten. Jetzt können Sie sagen, der gefällt Ihnen nicht, dann müssen wir ihn neu verhandeln. Also Sie können nicht sagen, weil Sie jetzt dauernd tolle Forderungen haben, muss der Finanzminister... Es geht nicht darum, dass ich dauernd tolle Forderungen habe, sondern dass sich der Rest der Welt über Deutschland lustig macht, weil wir an einer Schuldenregel festhalten, die ökonomisch überhaupt nicht begründbar ist. Das ist schlicht und ergreifend eine Behauptung, die falsch ist. Christian Lindner war gerade bei IWF. Der wissenschaftliche Beirat des Bundeswirtschaftsministeriums, Economist, die stehen alle jetzt nicht im Verdacht, Linksextreme zu sein und sagen auch, ja, dass diese Schuldenregel so einfach keinen Sinn mehr ergibt. Ja, selbst wenn das so wäre, wie wollen wir sie ändern? Darf ich Sie mal fragen, wie wir sie ändern wollen? Bitte. Ja, zum Beispiel, indem wir sie reformieren. Da gibt es ja verschiedene Vorschläge. Wie denn? Wo bekommen wir die Mehrheit dafür her?
Ja, zum Beispiel, wenn Ihre Partei endlich mal ihre Blockade aufgibt. Damit haben wir auch keine Zweidrittelmehr. Die Zweidrittelmehr ist nötig, um das Grundgesetz zu ändern. Richtig, die unionsgeführten Länder haben ja mittlerweile sogar angekündigt, dass sie sich vorstellen könnten, über den Bundesrat darauf hinzuwirken, weil sogar die merken, dass sie ein Problem mit dieser Schuldenbremse haben. Da geht es um eine Reform tatsächlich, aber das, also Sie sagen ja Phrasen. Möglicherweise fällt das ja auch Sie auch zurück, weil da stehen ja auch ein paar Phrasen drinnen, von denen Sie wissen, dass Sie es mit diesen Partnern jedenfalls nicht umsetzen können. Und dann frage ich Sie doch jetzt nochmal, also warum schreiben Sie das denn auf, wenn Sie wissen, dass der Förderstopp der Erneuerbaren mit den Grünen nicht zu machen ist. Außer Sie wollen, dass die raus sind, oder Sie? Darf ich sagen, der Förderstopp der Elektromobilität war mit den Grünen auch zu machen. Also es gibt keine Prämie mehr für E-Fahrzeuge. Ja. Ich will nur mal sagen, wir sehen, dass wir ein Problem haben. Dieses Problem müssen wir angehen, das können wir nicht negieren oder in die Zukunft verschieben. Ja, die Frage das bedeutet, ist, wie man es löst. Zum Beispiel den Klimawandel, ja, richtig. Da haben Sie ja unterschiedliche Wege. Deswegen komme ich doch nochmal darauf. Deshalb haben wir einen Vorschlag gemacht, der wird auf der Partei da wahrscheinlich noch ein bisschen modifiziert. Das ist bei Parteien so. Die Sozialdemokraten machen einen Vorschlag, die Grünen machen einen Vorschlag. Und setzen wir uns zusammen und fragen, können wir mit den Lösungsvorschlägen, die wir machen, tatsächlich die Wirtschaftskrise überwinden, ja oder nein? Denn wir können uns alle Überlegungen über Klimatransformation, über Gerechtigkeit im sozialen Bereich sparen, wenn die Wirtschaft in die Knie geht. Ohne Anders Wirtschaft. Aber tatsächlich auch. Ich glaube, auf dem toten Planeten sind weder gute Jobs noch Wirtschaftswachstum. Ja. Ja. Haben Sie jetzt was Wunderbar. Gelesen, und jetzt noch einmal, also ich frage jetzt noch mal, wie wollen Sie denn jetzt die deutsche Wirtschaft stabilisieren? Und anders gefragt, haben Sie, Frau Apun, hier irgendetwas gefunden in diesem Papier, wo Sie sagen würden, ja, da hat die FDP einen Punkt, da machen wir mit? Wo die FDP einen Punkt hat, ist es tatsächlich sozusagen, die deutsche Wirtschaft ein Problem hat. Bei den Lösungen, nee, da gehe ich nicht mit. Und da bin ich auch ehrlich gesagt froh, dass das jetzt ein bisschen Wahlkampfgeplänkel ist. Aber nichts davon steht ja im Koalitionsvertrag. Der Punkt ist ja sozusagen... Reform der Rente steht im Koalitionsvertrag. Nicht die Abschaffung der Rente Punkte, mit 63. Richtig. Die steht auch nicht da drin. Nee, ich glaube, das Problem ist ja sozusagen, dieses ganze Papier, das folgt ja sozusagen diesem neoliberalen Traum. Wir reduzieren ein bisschen die Steuern für Unternehmen, die in den letzten Jahren übrigens mächtige Übergewinne gemacht haben. Ne? Und dann folgen die Investitionen, dann gibt es schon Wirtschaftswachstum. Das Problem ist bloß, das funktioniert eben gar nicht automatisch. Das, was wir wissen, was wirklich hilft, das sind staatliche Investitionen und gute Löhne, weil das eben auch die Binnennachfrage ankurbelt. Darf ich mal kurz fragen, haben Sie das auch schon mit Robert Habeck besprochen, weil er auch für Steuersenkungen ist für Unternehmen? Ja, da können wir einen Dissens haben. Wolltest du fragen? Also die Sozialdemokraten sind auch für Steuersenkungen für Unternehmen, allerdings finanziert über neue Verschuldung. So, darf ich Sie ihn vorlesen? Rente mit 63 abschaffen, steht hier. Ja, die... Nicht die Rente mit 63, sondern die abschlagsfreie Rente mit 63. Rente mit 63 abschaffen. Ja, richtig. Menschen, die 45 Jahre hart gearbeitet haben, als Krankenschwester, Bau etc., die nach 45 Jahren einfach nicht mehr können, denen wollen Sie das jetzt verwehren, mit 63 in Rente zu gehen. Ich will Ihnen nicht verwehren, mit 63 in Rente zu gehen. Ich verwehre die abschlagsfreie Rente. Wenn die Rente mit Abschlägen ist, dann reicht sie nicht zum Leben. Ja, gut. Also, wir haben ein Modell, in dem wir sagen, die Leute können selbst entscheiden, ob sie in Rente gehen wollen mit 60 oder mit 72 oder mit 80, je nachdem, wie sie es haben wollen. Es gibt Menschen, die arbeiten noch mit 72. Mhm. Sie kriegen ab dem gesetzlichen Renteneintritt was obendrauf gezahlt, wenn sie weiterarbeiten, was ja viele Leute auch wollen. Und sie können auch früher in Rente gehen, was meine Frau beispielsweise auch gemacht hat. Aber dann muss sie in Kauf nehmen, dass sie für die Jahre, die sie nicht mehr arbeitet, weniger Rentenpunkte bekommt. Ich vermute, dass Ihre Frau aber sich keine Sorgen machen musste, dann Flaschen sammeln zu gehen. So, also, um es mal zu klären, quasi das politische Konzept der Rente mit 63 beinhaltet eben, dass sie abschlagsfrei ist, sonst wäre es ja überhaupt nicht reingekommen. Sie können auch mit 63 in Rente gehen. Richtig, aber das Konzept, was unter dem Schlagwort Rente mit 63 eingeführt worden ist, von der FDP vorangetrieben, das war einfach der Kern, dass abschlagsfrei ist. Der Punkt der EEG-Förderung, ich will das nicht einfach übergehen, weil das ja doch in dem Papier steht. Also Auslaufen der Förderung für Windkraft und Solar. Ist das so, wie Herr Kubicki sagt, ja irgendwann mal muss man da hinkommen. Man schiebt eine neue Energie an, aber dann, wenn sie sich etabliert hat, braucht sie auch nicht gefördert werden? Na, die Situation, in der wir jetzt sind, wir wollen bis 2030 80% erneuerbare Energien haben. Das heißt, wir müssen das Tempo verdreifachen. Und wir sehen ja auch jetzt schon, dass die erneuerbaren Energien immer günstiger werden. Das ist gut. So. Ich sehe aber nicht, wie man jetzt diese Verdreifachung des Tempos hinbekommen will, wenn man jetzt sagt, die Förderung, die dieses Aufwachsen des Tempos überhaupt ermöglicht hat, die cutten wir jetzt. Das erschließt sich mir überhaupt nicht. Können Sie es erklären? Ja, zunächst einmal stellen wir fest, dass trotz der großen Förderung wir die Lose gar nicht mehr loswerden im Bund, um die Windkraftanlagen aufzubauen. Im EEG steht, dass wir Ende des Jahres 2024 69.000 Megawatt Windstromleistung haben wollen. Wir haben 62.000. Die Bundesnetzagentur reduziert momentan die Förderzusagen, weil sie sagt, wir werden das Geld, was wir zur Verfügung stellen, gar nicht mehr los, weil es keine Menschen gibt momentan, die investieren wollen. Aus Gründen, die ich auch erklären könnte, die haben nichts mit der Förderung zu tun. Und deshalb sollte man an Probleme rangehen, nicht nur mit heißem Herzen, sondern vielleicht auch mit kühlem Verstand. Also
Probleme lösen, statt dauernd mit dem Problem Angst zu machen gegenüber anderen Leuten. Mhm. Wie kommen wir dahin? Wir kommen beispielsweise nicht dahin, wenn wir die Sektorziele, wie Sie das ursprünglich vorhatten, 1:1 durchsetzen wollen. Da lachen Sie. Ja. Wenn Sie dreimal so viel Schwerlasttransporte auf die Straße bringen müssen, weil Sie Windkrafträder transportieren müssen, dann wird jetzt der Verkehrssektor CO2 belastet. Oder schreiben wir das jetzt der Wirtschaft zu? Oder Energie. Wenn Sie Häuser sanieren, dann... Sie könnten auch ausreichend Geld in die Deutsche Bahn stecken, dann könnte man da einen großen Teil des Verkehrs auf die Deutsche Bahn verlagern. Wir stecken 40 Milliarden Euro in die Deutsche Bahn, die gar nicht verarbeiten können. Nee, das stimmt nicht, das ist weniger geworden, das sind nur noch 27 Milliarden und das bei einem Investitionsstau bei der Deutschen Bahn von 90 Milliarden. Ja, da kann man sich ausrechnen, die Zuschauer können das hier gar nicht... Verspätungsquoten dann in einigen Jahren. Ja, unsere Zuschauer verstehen sehr viel. Ja, aber Sie können die Zahlen momentan nicht nachvollziehen, das kann man hier einfach in den Raum hauen. Die Bahn kann momentan die Investitionsmittel, die wir zur Verfügung stellen, nicht abarbeiten. Die Sektorziele sind ja ein interessanter Punkt, denn da hat sich die FDP ja durchgesetzt. Die wollte eben, gemeinsam vereinbart, Sektorziele hieß, jeder Sektor, Verkehr, Bauen und so weiter, muss CO2 einsparen, und zwar jeder quasi nachweisbar. Dann hat der Verkehrssektor dreimal die Latte gerissen. Daraufhin wurde gesagt, okay, die müssen das einfach gemeinsam machen. Das war eigentlich beschlossen. Nicht daraufhin wurde es gesagt, sondern man hat quasi Volker Wissing davon befreit, sich an Ziele halten zu müssen. Aber erst musste er mit Fahrverboten drohen. Mhm. Und damit ist er dann zum Ziel gekommen. Und das Klimaschutzgesetz gilt jetzt. War das eine Erpressung? Nächste Woche eine erfolgreiche? Absolut. Also man muss ja sagen, die FDP hat in den letzten 2,5 Jahren, was den Klimaschutz angeht, tatsächlich Arbeitsverweigerungen gemacht. Ne? 2022, Volker Wissing ist ein halbes Jahr im Amt. Er muss einen Plan vorlegen, wie er die Sektorziele einhalten will, weil er sie verfehlt hat. Er legt 1,5 Seiten vor, wo der Expertenrat für Klimafragen sagt, also das ist im Prinzip das Papier nicht wert, auf dem es geschrieben ist. Das ist 1/20 von dem an Einsparungen, die wir bräuchten, die da gegeben werden. Ein Jahr später, gleiches Spiel. Die Sektorziele werden wieder gerissen. Volker Wissing müsste wieder was vorlegen. Dann sagt Olaf Scholz, ach nee, gut, lass mal, ist nicht so schlimm. Jetzt wieder ein Jahr später... Und Herr Habeck stimmt zu. Ja, und das halte ich auch für falsch. Mhm. Jetzt ein Jahr später, vielleicht sozusagen das gleiche Spiel. Das ist eine sehr interessante Strategie, Sie erfahren. Also, was die Grünen in der Regierung machen, das halten Sie für falsch, aber das werfen Sie der FDP vor. Wir haben eine Koalitionsvereinbarung. In der Koalitionsvereinbarung steht drin, dass die Sektorziele zwar verbindlich sind, aber nicht mehr jährlich angepasst werden müssen. Das bedeutet, Deutschland verpflichtet sich, jedes Jahr CO2-Mengen zu reduzieren. Diese Ziele werden eingehalten. Und die spannende Frage ist, macht das einen Sinn, an starren Sektorzielen festzuhalten? Ich sage Ihnen nein. Warum ist das so? Also der Gebäudebereich, Frau Maischberger, der Gebäudebereich hat ja beispielsweise auch das Problem, dass er seit Jahren die Sektorziele verfehlt. Mhm. Wenn Sie jetzt dämmen, um CO2 einzusparen, müssen Sie Dämmstoffe erstmal herstellen, die CO2 massiv freisetzen, beziehungsweise die sehr viel CO2 lose verbrauchen. Welchem Sektor rechnen Sie jetzt zu, wollen die Einsparungen? Wollen wir einmal beim Verkehr bleiben, also damit es nicht zu komplex wird. Verkehr ist ja einfach tatsächlich, könnte man meinen. Also da gibt es eine Rechnung, die Lücke, die sozusagen im Verkehrssektor ist, zwischen dem, was vereinbart ist und dem, was da tatsächlich ausgestoßen wurde, sind etwa 13 Millionen Tonnen Treibhausgase. So, und dann gibt es eine Rechnung vom Deutschen Umweltbundesamt, die sagen, 14 Millionen könnte man einsparen durch ein Tempolimit. Quatsch, völliger Unsinn. Schreibt das nicht mal, die behaupten nicht mal, dass es 6 Millionen sind, wenn überhaupt. Also die Ministerien gehen davon aus, die Regierung geht davon aus, dass es 2 Millionen sind. Aber Umweltbundesamt sozusagen jetzt mal das Tempolimit beiseite. Darf ich mal fragen, warum wir dieses Spiel jetzt hier betreiben? Wir haben eine Vereinbarung, wir haben einen Vertrag, wir haben einen Koalitionsausschuss gehabt, wir haben die Änderung des Klimaschutzgesetzes bereits dem Parlament zugeleitet vor 6 Monaten und die Grünen blockieren das seit 6 Monaten. Versucht. Warum blockieren Sie etwas, Frau Apun, und das sind ja die Grünen, dann die im Bundestag sitzen, also Ihre Truppe sozusagen, Sie nicht im Bundestag, aber eben die Fraktion. Warum blockieren Sie etwas, was diese Ampel dann vereinbart hat? Naja, zum anderen muss man ja sagen, dass sozusagen jetzt wieder andere Dinge blockiert wurden. Ne? Also sozusagen jetzt wurde das Solarpaket auch wieder zur Bedingung gemacht. Ich glaube, ganz konkret, in dem Fall war es ja so, man hat ja quasi dieser Änderung des Klimaschutzgesetzes zugestimmt, unter anderem unter der Bedingung, dass das Straßenverkehrsgesetz geändert wird. Das hängt jetzt im Bundesrat fest. Aber ich möchte trotzdem noch mal auf die Sektorziele eingehen. Was soll im Straßenverkehrsgesetz geändert werden? Also Entschuldigung, Sie haben... Das geht unter anderem daran, dass Kommunen selbstständig entscheiden können, Tempo 30 bei ihnen vor Ort einzuführen für mehr Straßenverkehrssicherheit. Aber das hat mit Klimaschutzgesetz nichts zu tun. Dass es schwierig Doch, ist, das war was gegeneinander verhandelt es wurde. Es ist schwierig zu vermitteln, wenn sich sozusagen die Koalition auf etwas einigt und dann vergehen Wochen und Monate und es wird nicht umgesetzt. Es kommt kein Klimaschutzgesetz, weil dann eben doch Bedenken kommen. Da denkt man sich ja als doofer Bürger, warum macht ihr das nicht vorher miteinander aus? Naja, weil man sich ja schon angucken muss, worum geht es denn da? Warum hat man denn diese Sektorziele eingeführt? Weil von Anfang an klar war, wir müssen insgesamt am Ende auf netto null kommen. Und das wird man nur schaffen. Das sind ja Jahreszeiten, das dauert ja lange. Wie gesagt, warum hat Herr Habeck das dann
so verhandelt? Und muss das dann nicht weil wir die Pariser Klimaziele einhalten wollen und weil absehbar war, dass... Aber Sie müssen ja behaupten, dass Deutschland die CO2-Ziele nicht einhalten kann, wenn die Sektorziele verbindlich sind. Ja, genau, das ist auch nämlich der Fall. Das Problem ist nämlich folgendes. Im Moment kann Volker Wissing sich sozusagen vielleicht noch seine Arbeitsverweigerung sozusagen schönrechnen lassen dafür, dass die Energiewende besonders schnell vorangeht. Das Problem ist jetzt aber, wenn jetzt Jahr um Jahr um Jahr nichts passiert, dann kommen wir irgendwann an den Punkt. Dann muss die Bundesregierung, dann können die anderen Bundesregierung Sektoren nicht mehr so die Bundesregierung viel einsparen. Insgesamt, dann muss die Bundesregierung und dann insgesamt dann, ist es kennt sie das Problem? Gesetz überhaupt? Darf ich Sie eines bitten? Also, wirklich, wenn Sie beide gleichzeitig reden, versteht kein Mensch mehr was. Also, hier werden Behauptungen auf den Tisch gelegt, die einfach falsch sind. Sie sagen, es ist irgendwann mal zu spät, da hat sich so viel angesammelt, das kriegen die anderen Sektoren nicht hin. Genau, richtig. Wenn wir uns zum Beispiel die Deutsche Bahn anschauen, das ist ja was, wie gesagt, das sind ja Jahrzehnte Planungszeiträume. Und entweder das geht jetzt los oder es ist zu spät. So, Ihr Argument. Ja, also wir reden nicht über die Bahn- und Planungszeiträume aus Straßenbau in 20, wir reden über die Frage der Sektorziele. Die Bundesregierung ist verpflichtet und daran hält sie sich bisher, jedes Jahr eine bestimmte Menge an CO2 zu reduzieren gegenüber dem Stand 1996. Sie behaupten, diese Bundesregierung, der die Grünen angehören, die Sozialdemokraten angehören, die schaffen das nicht. Sie sind gesetzlich insgesamt dazu verpflichtet und dann, ich gehe davon aus, dass wir das auch schaffen werden insgesamt. Die spannende Frage ist nur, macht es einen Sinn, wenn wir die CO2-Ziele tatsächlich insgesamt einhalten, bestimmte Sektoren noch besonders zu drangsalieren, damit sie noch mehr erreichen können, damit sie ihr Ziel Klimaneutralität vielleicht ein Jahr früher erreichen. Das ist ja jetzt eine interessante Interpretation eines Verkehrsministeriums, macht deshalb keinen Sinn, weil sie immer die wirtschaftlichen Auswirkungen betrachten müssen. Volker Wissing hat ja recht. Wenn sie die 22 Millionen Tonnen, die dieses Jahr noch eingespart werden müssten, im Verkehrssektor machen müssen, dann müssen sie Fahrverbote anordnen. Anders geht's nicht. Nein. Da gibt es andere Stimmen, die das auch sagen. Aber ich stelle mal eines fest. Hier sind es die Grünen, die eine einmal getroffene Einigung aus Gründen jedenfalls nicht umsetzen. Das könnte man ja auch einfach mal zur Kenntnis nehmen. Durchgesetzt hat sich der Bundesverkehrsminister mit eben dieser Fahrverbotsgeschichte. Kann ich Sie zu einer, es gibt ja auch Dinge, die gelingen in der Ampel. Also was zum Beispiel gelungen ist, ist das Selbstbestimmungsgesetz. Würden Sie sagen, das ist ein gemeinsamer Erfolg, das jetzt gilt, also in Abwandlung zu dem transsexuellen Gesetz von 1981, wo eine Transperson wirklich ein ziemlich übles Verfahren durchlaufen musste, viele Gutachten, langjährige Verfahren, es war teuer, am Ende entscheiden Gerichte. Jetzt kann man es einfach durch eine einfache Erklärung bestimmen, welches Geschlecht man hat und wie man heißen möchte. Einmal im Jahr kann man das enden. Ist das ein Erfolg für Sie gemeinsam eben? Und das ging nur mit der FDP. Das ist ein ganz großer Erfolg. Ich habe eine Transfreundin, die hat mir gesagt, das, was mich bis heute verletzt, das ist, dass mir jahrelang die Freiheit genommen wurde, einfach ich selbst zu sein. Und das Ganze sozusagen auf der Grundlage eines Gesetzes, was immer noch irgendwie zur Annahme hatte, dass transgeschlechtliche Menschen im Grunde eine psychisch kranke, perverse, irgendwie zu regulierende Gruppe seien. Das war ja die Grundannahme des transsexuellen Gesetzes. Deswegen auch diese Zwangsbegutachtungen, wo Freundinnen von mir gefragt worden sind, woran sie denken, wenn sie masturbieren, was sie für sexuelle Fantasien haben. Also wirklich übelste Fragen, die ihnen da gestellt wurden, einfach nur, um den Namen bekommen zu können, um die Person sein zu können, die sie sind. Und es ist gut, dass damit jetzt Schluss ist. So, und das, ja. Und das ist jetzt etwas interessanterweise, wo Sie die Außenseiterposition bei der FDP einnehmen. Sie haben nicht zugestimmt. Warum nicht? Weil zwei Dinge passieren. Sie wissen ja, ich bin Jurist. Das Erste ist passiert, dass es keine Beratungspflicht gibt für Minderjährige. Sondern der reicht die einfache Erklärung, ich bin beraten worden, um einen solchen Schritt zu vollziehen, der ja Konsequenzen haben kann im weiteren gesellschaftlichen Leben. Zweitens war vereinbart, das ist zum Schluss, ich weiß gar nicht durch wen, wieder rausverhandelt worden, dass die Personenstandsänderungen der Sicherheitsbehörden nicht mitgeteilt werden muss. Hat folgende Konsequenz. Wenn Sie in Ihrem Computer nach einer männlichen Person suchen und der Mensch heißt jetzt anders und ist weiblich, finden Sie keinen Eintrag mehr. Ist wichtig für die Verfolgung von Menschen, die man im Auge behalten muss. Ist wichtig für die Frage auch der Strafverfolgung. Und ich war ja sehr gespannt über die wütende Aussage von Frau Faeser, die sie auch gemacht hat, dass genau das etwas ist, was ein Riesenproblem in den nächsten Jahren hervorrufen wird. In der Tat ist es richtig, dass wir das Transsexuellengesetz geändert haben.
das war so, wie Sie das beschrieben haben, einfach unmenschlich. Ist von Verfassungsgericht in zwei Entscheidungen ja auch so tituliert worden. Ich bin froh, dass eine vergleichsweise kleine, aber trotzdem sehr intensiv betroffene Gruppe jetzt wirklich damit gut leben kann. Aber wenn ich das auch sagen darf, von der Wertigkeit der Problembewältigung her ist es nicht ganz so wichtig wie die Frage, wie können wir unseren Sozialstaat sichern, wie können wir die Wirtschaft am Leben halten und wie können wir verhindern... Herr Kubicki, das ist doch jetzt... Wie können wir verhindern, dass Unternehmen aus Deutschland abwandern, die wir dringend brauchen? Ein Orchideenthema hat man das früher genannt. Also das ist ein bisschen, das ist schön, aber braucht man nicht? Ich interpretiere ihn jetzt mal fein. Es geht hier um Menschenrechte, so. Mhm. Und es geht hier um Menschen, die auf jahrelang aufs Übelste drangsaliert worden sind. Und ich sehe überhaupt gar keinen Grund, das gegeneinander auszuspielen. Das mache ich doch auch gar nicht. Also, aber warum sagen Sie es denn dann? Warum sagen Sie dann weil die Menschen im Lande das nicht für das zentrale Problem halten. Die Betroffenen, ja, deshalb müssen sie auch geschützt werden. Aber die Menschen draußen im Lande halten das nicht für das zentrale Problem, das wir jetzt bewältigen müssen. Es gibt auch Menschen, das die ist grundsätzlich sind. Die Frage von Minderheitenschutz funktioniert so, dass ihnen Rechte zustehen, auch wenn sie eine Minderheit sind. Ja, das Argument von Wolfgang Kubicki ist ja ein juristisches. Es gibt andere, die grundsätzlicher sind. Ali Schwarzer möchte ich Ihnen einfach nochmal vorlegen. Ich habe nicht dagegen gestimmt. Wie? Ich habe mich enthalten, ich habe nicht dagegen gestimmt. Das kommt aber dann irgendwie... Macht für mich schon einen Unterschied. Für Sie ja, aber für das Gesetz nicht. Also Alice Schwarzer würde ich Ihnen gerne zitieren, die grundsätzliche Bedenken hat. Sie sagt, die echten Transsexuellen brauchen eine Reform, die ihnen das Leben leichter macht. Aber deshalb sollte doch nicht jeder Mensch ab 14 Jahren zum Amt gehen und seinen Personenstand wechseln können. Und das jedes Jahr wieder neu. Das ist doch grotesk. Was antworten Sie, Frau Schwarzer? Das ist ja eine übelste Unterstellung. Also ich glaube, das kann man nur sagen, wenn man überhaupt keine Vorstellung von der Lebensrealität von Transpersonen in Deutschland hat. Also niemand wechselt aus Spaß den Personenstand, niemand wechselt aus Spaß den Namen. Das, was das immer noch an gesellschaftlicher Stigmatisierung zur Folge hat, wir wissen, dass queere Jugendliche höhere Suizidraten haben, wir wissen, dass jede dritte Transperson nach ihrem Outing den Arbeitsplatz verliert. Also diese ganzen gesellschaftlichen Bedingungen einfach auszublenden und jetzt so zu tun, als würden jetzt, wo es das Selbstbestimmungsgesetz gibt, Menschen nach Lust und Laune den Namen wechseln, das verkennt vollkommen die gesellschaftliche Realität. Okay. Und ich finde ehrlich gesagt, das ist ein Angriff auf Transpersonen, die nicht verdient haben. Stimmen Sie da der jungen Kollegin zu? Bedingt. Also bedingt. Bedingt. Immerhin. Nein, bedingt heißt, ich sehe die Problemlage, die Sie beschreiben. Ich glaube auch nicht, dass es zu massenhaften Missbrauch kommt. Aber vielleicht darf ich noch eins dazu sagen. Ja. Ein Strafverteidiger von Haus aus. Es gibt mehrere Straftatbestände, die können nur Männer begehen. Wenn ich Strafverteidiger wäre, würde ich beispielsweise beim Exhibitionisten, das ist ein Mann, können Frauen nicht machen, strafrechtlich, würde ich meinem Mandanten empfehlen, doch seinen Personenstandsantrag zu ändern und schon wäre die Straftat weg. Also darüber müssen wir tatsächlich nachdenken. Es gibt eine ganze Reihe von Problemen, die man auch nicht auf die leichte Schulter nehmen sollte, was nicht heißt, dass wir nicht entsprechende Regelungen haben treffen müssen. Ich habe zwei Nachfragen dazu, und zwar zum Gesamten. Das eine ist, Sie haben gerade gesagt, ich weiß nicht, wer das jetzt wieder hineinverhandelt oder rausverhandelt hat. Dieser Regierung wird folgender Vorwurf gemacht. Ihr seid so zerstritten untereinander, ihr redet ewig über das, was ihr machen wollt, ihr zerstreitet euch nochmal, am Ende kommt ein komischer Kompromiss raus und dann soll es durch den Bundestag im Affentempo und alle anderen können sich damit nicht einmal befassen. Und dann sind Fehler drin beim Cannabis, muss jetzt nachverhandelt werden. Warum produziert diese Regierung so viele, sagen wir mal, handwerkliche Fehler? Liegt das daran, dass sie eben sich so uneins sind? Oder woran liegt das? Das weiß ich gar nicht. Also ich glaube, wenn wir uns einigen würden, würden wir das im Zweifel auch umsetzen. Ich glaube, das Problem ist ein technisches. Gerade weil die in der Regierung zwischen den Ministerien so lange brauchen, wollen sie das schnell vom Tisch haben. Da gibt es einen massiven Druck auf die Fraktionen, das möglichst schnell zu verabschieden. Wir machen jetzt das Klimaschutzgesetz, das wir seit 6 Monaten im Bundestag liegen haben, ohne dass daran gearbeitet worden ist. Es wird nächste Woche verabschiedet. Und weil der 6 Monate keiner drauf geguckt hat, weil es ja nicht auf die Tagesordnung kam, bin ich gespannt, ob wir nicht im Klimaschutzgesetz in der Novellierung wieder einige kleine Fehler eingebaut haben, auf die man hätte kommen können, wenn man sich längere Zeit genommen hat. Manchmal hilft Nachdenken, wirklich. Manchmal hilft Nachdenken. Und die zweite Frage, Frau Abhund, ist die, dass man, und das geht ein bisschen dahin, was Herr Kubicki gesagt hat, der Eindruck ist, diese Koalition einigt sich bei Themen, die nichts kosten. Also Cannabis, Selbstbestimmungsrecht, aber eben nicht bei Themen, die wirklich was kosten würden, weil da, das war das Beispiel Wirtschaftsförderung, eben Klima- und Energiepolitik, da kommen Sie einfach nicht auf den grünen Zweig. Würden Sie das einfach genau so sehen?
Das würde ich tatsächlich genauso sehen. Und ich glaube, das ist eben genau einer wirklich der ganz großen Probleme dieser Koalition. Ich glaube, man kann keinen Fortschritt machen, ohne Geld in die Hand zu nehmen. Und ich glaube, ehrlich gesagt, das ist schon auch das Problem. Genau das provoziert dann ja auch gesellschaftliche Gegenwehr. Ne? Wenn wir auf der einen Seite eine massive ökonomische Verunsicherung haben, Menschen haben Angst, ihre Jobs zu verlieren, Menschen merken, dass alles teurer wird und sozusagen Menschen fühlen sich ökonomisch abgehängt. Und das macht Menschen natürlich auch, ehrlich gesagt, anfällig für Hass und Hetze. Und da wissen wir eben, dass gerade diese ganzen Fragen von gesellschaftlichem Fortschritt dann auch schnell verhetzt werden. Und ich glaube deshalb, um langfristig gesellschaftlichen Fortschritt zu machen, um Klimaschutz zu machen, kommt man nicht drum herum, diese Gerechtigkeitsfragen, diese ganz großen Fragen anzugehen. Und ja, das ist ein Problem und das tut die Ampel nicht. Kriegen Sie das mit der FDP noch hin oder werden Sie dafür, Sie habe ich gar nicht gefragt, diese Koalition zu verlassen? Also ich persönlich bin ja gar nicht Teil der Koalition. Sie sind Teil der Regierungspartei. Ich bin Sprecherin der Grünen Jugend. Insofern, für mich ganz persönlich stellt sich diese Frage nicht. Ich glaube trotzdem, am Ende des Tages wird sich das am nächsten Haushalt entscheiden. Entweder man schafft es da jetzt endlich Schluss zu machen mit dieser wirklich ideologisch verblendeten Schuldenregel oder noch besser, das wäre ja mein Favorit, endlich mal die Superreichen zu besteuern. Oder alles klar. Oder ich weiß wirklich nicht, wie es weitergehen soll, weil sonst ist das quasi ein Kaputtmachprogramm für Deutschland. Herr Kubicki, darf ich Sie? Ich finde das so schön. Wir geben so viel Geld aus wie noch nie zuvor in Deutschland. Und es reicht immer noch nicht. Und wir haben zusätzliche Mittel aus der CO2-Abgabe im Klimatransformationsfonds. Es reicht immer noch nicht. Wir steuern die Superreichen, bei denen 98% aber Unternehmer, Familienunternehmer sind, die Unternehmen waren, wie Herr Stiel, der in die Schweiz geht und sagt, wunderbar, ich gehe in die Schweiz. Machen wir weiter so. Ja, und dann glauben wir, wenn wir in der Schweiz wir jedes Jahr 73 Milliarden Euro einnehmen. Dann glauben wir wirklich, dass nach dieser Runde der Vorgehensweise bei uns die deutsche Wirtschaft sich freut, richtig gut produziert, die Arbeitnehmer freudiger richtige Arbeitsplätze behalten. So naiv können Sie auch nicht sein. Okay, eine letzte Frage an Sie beide. Glauben Sie, ohne die SPD könnten Sie in der Ukraine gemeinsam besser helfen? Die FDP und die Grünen? Wen fragen Sie jetzt zuerst? Ich glaube das nicht. Und Sie? Ich glaube, wir könnten schneller sein, aber auch da muss ich sagen, mir sind manchmal Menschen lieber, die ein bisschen nachdenken, als sehr schnell zu glauben, weil Gott auf unserer Seite ist, haben wir den Krieg schon gewonnen. Okay. Ich glaube, wenn die Amerikaner jetzt tatsächlich ihre Atomax liefern, dann wird der Bundeskanzler nicht mehr erklären können, warum wir keine Taurus liefern. Dann wechseln wir auf ein Thema und bedanken uns erst einmal fürs Kommen. Vielen Dank, Wolfgang Kubicki. Vielen Dank, Svenja Abel. Das war nur ein Gespräch aus dieser Folge von Maischberger. Die ganze Sendung gibt es in der ARD-Mediathek. Und da gibt es auch noch sehr viel mehr Folgen von uns. Ich hoffe, wir sehen uns.